Kurz vor neun ist es, liebe Zuschauer. Wir sollten unseren Körper so behandeln wie unser Auto. Wir brauchen einen TÜV für unser Skelett. Das fordert Professor Dr. Hanno Steckel. Das gilt übrigens nicht nur für Rückenschmerzen. Auch in anderen Bereichen hat der Körper Schmerzen, weil der Knochen diesen Slide verursacht. Kein Wunder, denn 200 Knochen haben wir insgesamt, 600 Muskeln und über 100 Gelenke. Und die müssen in unserem Körper perfekt zusammenspielen. Wenn sie das nicht tun, haben wir Schmerzen. Und das kennt ja praktisch jeder. Ich würde sagen, mindestens jeder Zweite hat irgendwie Probleme. Schön, dass Sie heute Morgen bei uns sind. Wir haben ja schon aus dem ersten Gespräch gelernt, dass wir also viel besser sitzen sollten, als wir das normalerweise tun. So ein Ball ist eigentlich ein bisschen oldschool, aber immer noch zu empfehlen, Herr Steckel? Ja, weil man hat immer diese Instabilität, man muss das muskulär ausgleichen. Und dieser Spruch, Sitzen ist das neue Rauchen, trifft eben dazu. Hier sitze ich nicht statisch, sondern hab was, mach Aktivität. Am besten steht man noch mal zwischendurch auf. Ein Stehpult ist gut, mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, vielleicht mal die Treppe benutzen. Das sind ganz einfache Tipps. Und nur sitzen, was der Großteil der Bevölkerung macht, ist eben Gift. Was viele ja dann denken, immer so, nee, ich nehme die Treppe nicht, aber ich gehe ja dann ins Fitnessstudio. Dann gehen sie vielleicht einmal in der Woche oder zweimal, was ja eigentlich schon gut ist. Aber im Prinzip, ich komme zum Beispiel gar nicht dazu, zweimal die Woche ins Fitnessstudio zu gehen. Aber ich versuche eben immer die Treppe zu nehmen und so diese kleinen Sachen zu machen. Hilft das genauso viel wie regelmäßig eine üppige Stunde Sport zu machen? Nee, am besten sind kleine Einheiten. Ich bin großer Fan von 30 Minuten pro Tag. Das muss eine Kombination sein. Beweglichkeit, Kraft, Ausdauer und eben nicht im Fitnessstudio den Fahrstuhl nehmen, um sich oben auf den Stepper zu stellen, sondern kleine Einheiten. Das kann in der Wohnung sein, im Park. Da braucht man eigentlich gar kein Equipment. Und das sind zum großen Teil Oldschool-Übungen wie Plank, Beckenheben, solche Sachen. Genau, also Sit-Ups hatten Sie gesagt, das Planking, was wir auch schon oftmals gezeigt haben. Jetzt haben Sie einen TÜV für Skelett ins Spiel gebracht. Was genau sollte man dann beim Arzt überprüfen lassen? Es gibt ja diese U- und J-Untersuchung bei den Kindern und dann ist man 18 und man wird in die körperliche Selbstständigkeit entlassen und dann kommen Patienten das nächste Mal mit 38 zum Arzt und dann sehen wir Orthopäden einen Totalschaden. 20 Jahre ist nichts passiert und wir wollen eben nicht den Totalschaden, wir wollen die Prävention und worauf wir achten müssen ist die Haltung, das können wir gleich mal vormachen, die Beweglichkeit, die Kraft, das sind die drei Merkmale und wenn man es noch ein bisschen feiner macht, kommt die Muskelmasse dazu, das Körpergewicht, Fettanteil und auch Blutuntersuchungen sind gut. Calcium, Phosphat, Testosteron, Östrogen, Schilddrüsenhormone. Wie ist es um unser Knochenstoffwechsel bestellt? Kann man schon sowas sagen anhand von ein paar Fragen vielleicht, ob man ein Kandidat ist für so ein Check-up? Das heißt, ob schon was bei einem nicht in Ordnung ist, was man vielleicht behandeln müsste? Ja, ich mache immer in der Praxis einen Quiz. Das sind vier Fragen, können die Zuschauer jetzt ja mitmachen. Also die erste Frage ist, sind Sie mindestens 10 Minuten am Tag draußen in der Sonne? Ja, nein. Zweite Frage ist, haben Sie 30 Minuten am Tag Aktivität? Dritte Frage ist, können Sie, ich mache das mal vor, ohne Arm oder Hände so aufstehen vom Stuhl? Das ist gerade für ältere Leute. Ach so, da ist aber der Ball auch gut, ne? Da kann man nur einmal so, nur, dass der Ball dann hinterher dann immer noch an der Stelle ist. Das und die letzte Frage ist, hatten Sie schon mal vor 15 Jahren einen Knochenbruch? Und wenn man mehr als zwei Fragen mit Ja, größer gleich zwei mit Ja beantwortet, dann ist das eine Alarmglocke, da muss man seinen Knochen checken lassen. Jetzt muss ich aber einmal fragen, waren Sie 2 Minuten in der Sonne und wenn ich da Ja sage, ist es schlecht für mich? Nee, ist gut, weil Vitamin D brauchen wir, das bilden wir nur unter Sonnenlicht. Und deswegen ist Winter kritisch, gerade in Berlin. Und das sind sozusagen die vier Punkte. Und worauf Sie achten müssen, ist körperliche Aktivität, hatten wir gleich schon. Es gibt nichts Besseres, um den Knochen zu stimulieren als Krafttraining. Der Knochen lebt, der kann einen Infarkt bekommen, der hat einen Stoffwechsel, der ist quick lebendig. Und Ernährung, Calcium, 1000 Milligramm werden empfohlen. Wenn man das nicht über die normale Nahrung bekommt, muss man das ergänzen mit Tabletten, genauso wie Vitamin D. Und als letztes Risikofaktoren rausnehmen. Rauchen, Alkohol frisst richtig Löcher in den Knochen, macht den brüchig, spröde und dann stolpern sie und dann haben sie auf einmal einen Schenkelhalsbruch. Und natürlich, Sie haben es gerade angesprochen, diese Haltung. Ne? Man sagt es immer so, ja, man muss sich gut halten. Mutti hat es einem auch empfohlen, jetzt machen wir den Test. Kann ich das mit meinen Schuhen hier, mit meiner Berufskleidung machen oder soll ich die ausziehen? Nö, wunderbar. Also besser ohne Schuhe, aber sonst ist alles... Ich bin ganz schnell in Sachen ausziehen. Schuhe ausziehen. Schuhe ausziehen, Herr Borschmann. So, dann werden wir das natürlich richtig machen. Was kann man denn sehen anhand der Haltung und kann man das dann tatsächlich auch ganz schnell beheben? Also am besten mal gegen die Wand stellen, da kann man schon mal gucken. Hinterkopf berührt er die Wand und die Schulter auch gleichzeitig. Wenn das eher so ist, dann ist da ein Rundrücken, dann ist das schon ein schlechtes Zeichen. Hier ist gut,
Hinterkopf und die Schultern berühren die Wand. Zweiter Test ist mal einen Schritt nach vorne. Beine durchgestreckt. Wie weit kommen Sie nach vorne mit durchgestreckten? Ich bin Pilates geübt. Ich kann, ja. Komm ganz runter. Okay, hätten wir lieber Herrn Boschmann nehmen müssen. Das machen die Männer schlechter. Das ist gut. Aber das wenn man jetzt zum Beispiel nicht, also mein Mann kommt auch nicht so weit runter. Der macht die meisten Männer also, sind ja hier zu Ende. Was ist dann? Genau, da muss man Beweglichkeit. Kraft allein reicht nicht. Beweglichkeit ist wichtig. Man sollte nicht mehr als 10 haben. 10 Zentimeter Kraft. Pilates wissen das ja. Kraft und Beweglichkeit sind ein Paar. Machen Sie mal. Ah, 10 Zentimeter. 10 Zentimeter. Aber der Mann hat auch ein bisschen längeren Weg nach unten. Und dann das dritte ist Kraft. Das haben wir ja schon vorhin gemacht. Müssen wir jetzt, glaube ich, nicht nochmal machen. Das ist Plank. Als Jüngerer, also noch Berufstätiger, sollten Sie das 30 Sekunden halten können. Und als älterer Senior eben diese Übung vom Ball aufstehen, also vom Stuhl ohne Hände. Das nehmen wir uns alle zu Herzen. Genial beweglich. Dieser Mann hat ein Buch geschrieben, wo es darum geht, seinen Rücken und sein Skelett gesund zu halten. Spannendes Buch. Vielen Dank für Ihren Besuch heute Morgen. Wenn Sie Fragen haben, wir sprechen gleich noch kurz. Schön, dass Sie heute da sind. Vielen Dank. Diesen Affront können wir Männer nicht auf uns sitzen lassen. Das muss man ganz klar sagen. Auch wir kommen ganz weit runter. Guck mal hier. Ich komme halt nur nicht wieder hoch ohne fremde Hilfe. Du hast aber keine durchgestreckten Beine. Was habe ich nicht? Guck. Ja, doch, jetzt schon. So, gut. Ich habe es jetzt natürlich beim Hochkommen im Rücken, aber man kommt einmal runter, das reicht.